Der Satan kommt immer mit Teufel an. Ja, diese Angebote steigen immer im Markt, als wir spirituell wachsen. Ja, für uns ganz normale Menschen kommen da vielleicht eine ganz, ganz kleine Gründe. Ne? Und dann sagen wir schon, ja. Ne? Für Christus, er wusste das, mit Trümmeln kommt er nicht weit. Ja, deswegen, er wird ihm alles. Ja? Er wird ihm eine Herrschaft, eine Macht. Er sagt, alles, was in dieser Welt an Macht und Kraft und Königreich gibt, gebe ich dir, wenn du mir anbietest. Wenn du auf diese Liebe verzichtest. Wenn du nicht der Freund dieser Menschen sein willst. Wenn du nicht dich für dich hingibst. Wenn du nicht auf den Kreuz schaffst. Das alles ist dein. Mach, was du willst. Diese Macht, diese Herrschaft. Und das ist auch ein Aspekt, was in der Welt als Bild der Feindschaft zu Gott so stark geprägt ist. Wir sehen die Liebe als eine Macht. Wenn jemand mich liebt, dann habe ich natürlich eine Möglichkeit, diese Liebe immer zu missbrauchen. Dann habe ich immer Möglichkeit, meine Macht zu zeigen. Irgendjemand zu zwingen, irgendetwas für mich zu machen, was normalerweise diese Menschen nicht machen würden. Genauso wie Freunde. Ja, wenn ich weiß, dass jemand mit mir befreundet ist und meine Freundschaft schätzt, dann habe ich die Macht. Dann kann ich auch dieses brauchen. Dann kann ich sagen, weißt du, was macht für mich das und jenes? Sonst kannst du meine Freundschaft verlieren. Und umgekehrt natürlich. Wir wechseln immer die Schuhe. Ja? Mal haben wir diese Macht, mal haben wir andere. Nicht so ist bei Gott. Nicht so ist bei dieser Freundschaft, die uns Gott bietet und von uns verlangt. Er sagt, dass wenn ihr meine Freunde seid, liebt einander. Das ist mein Gebot. Das ist ein neues Gebot, spricht Jesus. Was ist eigentlich ein Lieb einander noch? Ja, das fragen für die Menschen. Also im alten Bund wurde das auch schon mehrmals gesagt, man soll seinen Nächsten lieben. Aber das ist diese radikale Liebe Gottes. Liebe, die ich anderen schenke, Freundschaft, die ich anderen schenke, ohne dass ich erwarte, belohnt zu werden. Dass ich liebe, ohne zu erwarten, zurückgeben zu werden. Dass ich ein Freund bin, der für andere geht und für andere in der Mitte stirbt, ohne zu erwarten, dass das andere, dass die anderen genau das tun. Und diese Liebe ist die vollkommene Liebe. Diese Liebe heilt. Diese Liebe erlöst. Diese Liebe macht uns erst zu wahren Menschen und natürlich zu wahren Kindern Gottes. Und möge Gott uns diese Liebe immer schenken. Möge Gott uns helfen, seine Freunde zu sein. Und nicht die Freunde der Welt. Weil in der Welt werden wir immer betrogen, wir werden immer verraten, wir werden immer gelogen. Das ist alles, was wir von der Welt erwarten können. Diese Welt funktioniert nach anderen Gesetzen. Aber wenn wir jetzt Freunde Gottes sind, kann uns nichts passieren. Er ist für uns gestorben. Er ist für uns auch gestorben. Und deswegen, egal was mit uns passiert, haben wir das Leben in uns. Wir haben die Liebe in uns. Niemand und nichts kann diese Liebe und diese Leben von uns mehr wecken. Ob wir leben oder sterben, wir sind ihm. Und wir sind gemeinsam, zusammen und in unserem Freund. Gott segne seine Zeit. Amen.
Du lädst alle zu erlösen, denn du hast uns das kommende Königreich versprochen. O Herr, nimm unser Bitten an in dieser und in jeder Stunde. Ebne unseren Lebenspfad und lehre uns, deine Geburt zu halten. Heilige unsere Seele, wasche unser Körper, lenke unsere Gedanken, reinige unsere Absichten, heile unsere Krankheit und vergib uns unsere Sünden. Errette uns vor falscher Trauer und aller Unruhe des Herzens. Umkreise uns mit deinem heiligen Engel, damit wir geleitet und bewacht von ihrem Heere die Einheit des Glaubens und die Erkenntnis deiner unsichtbaren und unbegrenzten Herrlichkeit erlangen. Denn dein ist die Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns im Stehen singen, das Lied 402. Freundschaft bedeutet Danke sagen an Menschen, die da waren.
Und eigentlich auch nachjagen, aber zum Teil, ja, ich werde den vielleicht kann man später sehen, dass wir dann ja auch wieder. Gestern aktiver Test gemacht hat, sonst Dinge, Soßen hergestellt, Salate, solche Dinge.
Thank you.